Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer, ja, zu der ersten Folge von Aura PvP Event. Wer es vielleicht noch nicht kennt, das ist einfach das PvP Event von Minecraft Aura. Auch auf der originalen Map. Es geht jetzt dann gleich los. Und wir haben jetzt eine Schutzzeit von 20 Sekunden, glaube ich. Stimmt das? 30. Jetzt kommt 20. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Ich habe diese Ecke hier irgendwie so gern. Und da kommen schon alle angelaufen. Und es gilt, diese mit diesem Knockback-Stab aus der Welt zu schlagen. Das ist das Ziel. Wir haben auch noch ein paar andere Items. Zum Beispiel eine Angel. Das war. So, jetzt bin ich schneller als er und kann ihn einfach aus der Welt schlagen. Aber man hat natürlich auch Enderperlen, damit kann man sich wieder retten. Und tschüss. Und du kommst nicht weg hier. Schade. Raus mit dir. Und tschüss. Aber er hat sich gerettet. Und nochmals. Oh, ich back in der Wand. Okay. Da habe ich mich geklickt. Da. Komm. Ist das ein Team? Die gehen alle irgendwie nur auf mich. Nee, ist es nicht. Jetzt geht er auch auf den anderen. Perle. Das hilft dir auch nicht viel. Nein! Oh! Ey! Da war ich jetzt in der Wand und hab Schaden bekommen. Und wenn mich niemand geschlagen hätte, dann wäre ich da auch nicht rausgekommen. Mann, er läuft wieder weg. Das ist doch nicht fassbar, unfassbar. Immer dieses Weglaufen. Das ist leider einfach da. Dass viele manchmal einfach weglaufen. Da mische ich mich jetzt ganz sicher nicht ein. Ich versuch's mal, dass ich ihn mit einer Enderperle ganz wegschlagen. Also man kann auch jemanden natürlich erschlagen mit einer Enderperle oder so. Aber da muss man ihn halt schon sehr gut hitten. Da oben ist Action los. Aber hier ist auch einer. Hoch. So. Komm jetzt. Hier kann man auch schwer rausfallen. Also es gibt Orte, an denen man gut rausfallen kann. Und es gibt Orte, an denen man halt praktisch gar nicht rausfallen kann. Oder gar nicht. Gibt es natürlich auch. Ist klar. Versuche ihn jetzt mit Enderperle zu schlagen. Wieso kann ich ihn nicht treffen? Stehen.
Bleib doch bitte stehen. Das gibt es doch. Hä? Also manchmal bin ich so nah an ihm dran, aber treffe ihn einfach nicht, dass ich mich frage, warum? Das kann ja fast nicht sein. So, jetzt muss ich mal was essen. Da geht's in die Arena. Da kann man mega gut rausfallen. So, komm jetzt. Sprint ich überhaupt? Ja, es kommt mir heute so langsam vor. Jetzt geht doch da mal raus, wirklich. Oh, da ist Items. Wenn die Spieler nämlich sterben, droppen sie ihre Items, halt so wie in Survival Games, ganz normal. Und dann kriegt man halt alles schön doppelt. Und das ist ein ganz schön. Da war einer, aber der ist jetzt auch wieder weg. Ich hoffe, das zieht sich jetzt hier nicht so lang, weil manchmal muss man mega lange spielen. Kommt Arena. Könnte ich rein, theoretisch. Und ich combo den gerade mega gut weg. Der trifft mich praktisch gar nicht. Aber das ist ein Team. Okay. Der hat anscheinend nicht mehr so viele Leben. Dann schnappe ich mir jetzt den. Von unten kann ich besser hitten. Jetzt ist er aber unten, das ist nicht so gut. Nein. Ah. Bleib doch stehen. Ich muss was essen rein, theoretisch. Das mache ich jetzt auch. Jetzt habe ich die Items dreifach. Creeper brauche ich nicht unbedingt. Dafür ein paar Enderperlen wären nicht schlecht. Ich habe noch einen besseren Helm, bessere Schuhe. Wie viele leben denn noch? Fünf? Stimmt das? Nee, vier sind's. Sollte mir einen den da oben holen, ne? Okay, er läuft weg. Wieso auch immer, dass er wegläuft. Wir sind noch zu viert. Jetzt ist die Frage, die anderen zwei sind in der Arena. Was macht er denn hier? Ich schneide ihm mal den Weg ab. Wir sind noch zu dritt. Nein, er schreibt EZ. Easy, natürlich. Also, sorry. Aber das geht nicht. Ist sogar bannbar. Also mittlerweile. Ist es wirklich bannbar? Aber ob ich den jetzt bannen soll? Also ich kann es ja selber nicht, aber ich kann ihn halt reporten, ne? Wir sehen's, wir sehen's. Oh. Für das soll die. Oh. Da sind wir weit nach unten geflohen. Da mache ich mal einen Chatlock. Und dann überlege ich es mir noch. Mache einen Screenshot, damit ich auch den Namen immer weiß. Okay. Hat von Angeln auch keine Ahnung. Weil seine Angel wird so kaputt gehen, meine geht aber nicht kaputt. Der hat keinen Helm mehr. So, jetzt esse ich mal ganz kurz.
Jetzt sind auch noch seine Schuhe kaputt. Darf nur die Musik nicht vergessen. Nachher beim Bearbeiten, dass ich die Musik noch reinbringe. Andere zieht sich jetzt zurück. Der trifft mich überhaupt nicht. Was macht denn der? Der kann es ja mal überhaupt nicht. Möchte eine Enderperle werfen, er hat sie geworfen. Wo ist er hin? Irgendwo in dieser Gegend hier muss er sein. Er ist da hinten gelandet. Irgendwo hier hinten. Oder? Weil er hat ja die Enderperle in diese Region hier geworfen, aber ich sehe ihn einfach gar nicht. Ich sehe ihn einfach nicht. Okay, los geht's. Nein, ich habe ihn verpasst. Das gibt's nicht. Wo landet er? Er landet da oben in der Wand. Okay. Nein. Und ich lande auch in der Wand. Nein. Alter. Das gibt es doch nicht. EZ. Ja, natürlich. Natürlich. Also das hat mir jetzt gereicht. Der kann sich auf den Bann freuen. Ja. Und wir haben zwar nicht gewonnen, aber trotzdem fand ich, es war eine schöne Runde. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.